Ich war eben mit meiner Tochter einkaufen. Und auf dem Rückweg, da wurden unsere Arme immer länger und länger angesichts der schweren Taschen. Und das führte zu der Frage, sag mal, wie viel essen und trinken wir eigentlich so am Tag? Und da waren wir so ein bisschen überfragt und haben mal nachgeschaut. Und bei der Deutschen Gesellschaft für Umwelt- und Humanbiologie haben wir Zahlen gefunden. Wir essen etwa 1 Kilogramm Nahrung am Tag und nehmen 3 Liter Flüssigkeit zu uns. So weit, so gut. Jetzt rechnen wir mal kurz. Wir leben so etwa 30.000 Tage, das sind etwas über 80 Jahre. Dann sind das also entsprechend 30.000 Kilogramm Nahrung. Das sind etwa 30 Elefanten. Ja, 45.000 Liter Wasser, Bier, Wein, Schnaps, Kaffee. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage. Wie viel Kilogramm Luft nehmen wir denn zu uns? Wir atmen etwa 20.000 Mal am Tag und nehmen dabei etwa 12.000 Liter Luft zu uns. 1 Liter wiegt etwas mehr als 1,2 Gramm. Das sind in Summe 15 Kilogramm Luft jeden Tag. Entsprechend mal hochgerechnet 450.000 Kilogramm Luft im Laufe eines Lebens. Und ja, ich weiß, Säuglinge atmen vielleicht nicht ganz so viel, essen und trinken auch nicht so viel. Aber jetzt mal so ganz grob gerechnet, wird klar, warum Luft mit Abstand das wichtigste Lebensmittel für uns Menschen ist. Bei diesen Zahlen, 450.000 Kilogramm Luft im Laufe eines Lebens, wird klar, wie wichtig das für unsere Gesundheit ist und dass wir dringend dafür sorgen sollten, dass wir die bestmögliche frische Luft einatmen.